Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich euch gerne zeigen, wie ich mir über die letzten 12 Monate eine weitere Einnahmequelle von 24.000 Euro aufgebaut habe. Und ich möchte das Ganze auch beweisen. Nämlich heute habe ich mit dieser Einnahmequelle insgesamt 97 Dollar verdient. Gestern waren zum Beispiel 194 Dollar. Dann über die letzte Woche waren es auch 194 Dollar. Dann im letzten Monat waren es 1.698 Dollar. Und wir können das Ganze nochmal All-Time anschauen, also über die letzten 12 Monate waren es insgesamt 25.034 Dollar und 88 Cent. Ich habe Net Commissions bekommen von 11.058 Dollar. Insgesamt gab es Refunds, also praktisch Rückgaben von 1.261 Dollar und ich konnte 3.817 Klicks generieren und das waren dann insgesamt auch 267 Transaktionen, die dann schlussendlich zu einem Umsatz von 25.000 Dollar geführt haben. Wie ich mir diese Einnahmequelle aufgebaut habe, das würde ich euch heute gerne hier in diesem Video zeigen. Ich möchte euch alle Strategien verraten, die ich selbst genutzt habe, um praktisch diese 25.000 Dollar zu verdienen. Vor allen Dingen möchte ich euch aber auch zeigen, wie ihr immer wieder regelmäßig damit Geld verdienen könnt, weil es kommen wirklich jeden einzelnen Tag eigentlich neue Provisionen rein und dann seht ihr es ja auch, über die Monate kommen meistens so ungefähr 1.500, manchmal 2.000 Dollar damit rein. Genau, das ist eine Einnahmequelle übrigens, die könnt ihr euch wie gesagt von zu Hause aufbauen. Ihr braucht dafür ein bisschen Reichweite, ihr müsst diese Reichweite aufbauen. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns auch gleich an. Und vor allen Dingen eine Sache, die ich immer wieder gefragt werde, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt mir so eine Einnahmequelle hier aufbaue, sind da irgendwelche Werbekosten drin? Nein, ich habe für diese Einnahmen hier wirklich keinen einzigen Cent an Werbekosten ausgeben müssen. Das heißt wirklich 0 Euro und dieses gesamte Geld kam praktisch durch die Reichweite, die ich mir aufgebaut habe, beziehungsweise die ich für dieses Produkt hier aufgebaut habe. Bevor ich euch jedoch erkläre, wie das Ganze funktioniert, ihr wisst, ich publiziere jeden einzelnen Tag neue Videos für euch hier auf diesem Kanal und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben geben könntet und falls ihr möchtet, gerne einfach ein Abo da lassen. Daneben, neben dem Abo-Button wird übrigens so eine kleine Glocke aufgehen. Wenn ihr dort drauf klickt, dann kriegt ihr immer Notifikationen, wenn ich neue Videos für euch publiziere. Schon mal vielen, vielen Dank dafür im Voraus. Ihr helft mir damit wirklich sehr. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, was genau ist denn eigentlich Thrivecard? Also Thrivecard ist einfach nur eine Plattform, auf der ihr an unterschiedlichen Affiliate-Programmen teilnehmen könnt. Ihr könnt aber auch das Produkt an sich Thrivecard promoten. Und genau das mache ich. Ich habe praktisch zwei Produkte, die ich promote, nämlich einmal halt direkt Thrivecard und einmal Publisher Rocket. Und ich denke, viele von euch kennen vielleicht Publisher Rocket aus meinen Amazon KDP Low Content Videos. Es ist einfach nur ein Tool, mit dem man halt ganz genau nachschauen kann, wie profitabel denn eigentlich welche Amazon KDP Low Content Nische ist. Das Tool kostet einmal 97 Dollar. Und das Tolle ist natürlich, dass ich in meinem Falle dann eine 50% Provision für bekomme. Zum Beispiel heute sehe ich direkt, das wird wahrscheinlich ein Sale gewesen sein von Publisher Rocket, weil ich halt 97 Dollar an Umsatz gemacht habe. Die Provision, die ich bekomme, liegt bei 48,50. Und wenn ich also dieses Tool einmal verkaufe, kriege ich diese Provision. Wenn ich zum Beispiel 10 mal, 20 mal verkaufe, dann kommen natürlich die Summen bei rum, die ich dann auch euch hier in diesem Account gezeigt habe. Was müsst ihr also tun? Ihr müsst zuallererst mal auf thrivecard.com draufgehen, anschließend dann müsst ihr euch anmelden bei Thrivecard. Ihr braucht dafür tatsächlich in diesem Falle mal hier ein verifiziertes PayPal-Geschäftskonto. Das heißt, ihr könnt das nicht mit einem Personal Account machen. Das ist so eine Voraussetzung, die halt bei Thrivecard existiert. Ist ein bisschen eigenartig, weil viele anderen Affiliate-Programme bzw. Plattformen lassen auch Personal Accounts zu. Bei Thrivecard ist das, soweit ich das sehe, nicht so. Kann natürlich sein, dass ihr was geändert habt, aber ich gehe nicht davon aus. Dementsprechend müsst ihr dann euren verifizierten Unternehmensaccount mit Thrivecard tatsächlich verbinden und anschließend dann könnt ihr an den Programmen teilnehmen. Das heißt, ihr müsst euch dann auf die jeweiligen Programme bewerben und anschließend dann könnt ihr halt auch diese Produkte promoten und kriegt dafür die speziellen Links. In meinem Fall, wie gesagt, Publisher Rocket und auf der anderen Seite auch Thrivecard. Thrivecard, da kriege ich auch eine 50% Provision. Thrivecard ist einfach nur ein Tool, mit dem man zum Beispiel Checkouts designen kann und sehr, sehr viele Leute nutzen das. Und gerade, weil ich viele amerikanische Kunden habe, viele Kunden habe, die natürlich auch meine Kurse besuchen, kann ich sehr gut solche Dinge integrieren in meine Kurse und kann zum Beispiel sagen, hey, damit du, sag ich jetzt mal, in diesem Bereich dich besser aufstellen kannst, dann kauf dir doch einfach hier Thrivecard und Thrivecard ist nicht ganz günstig und dementsprechend kriege ich natürlich dann relativ hohe Provisionen für jeden einzelnen Sale, den ich für die Leute, also für Thrivecard hier generiere. Heißt auf der einen Seite super Provision durch Publisher Rocket 48,50 für jede Transaktion und auf der anderen Seite kriege ich halt auch recht hohe Provisionen für jeden einzelnen Sale von Thrivecard. Dann natürlich ist die Frage, wie genau promote ich das Ganze? Also ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier auf YouTube publiziere ich relativ viele Videos rund ums Thema Amazon KDP Low Content. Zum Beispiel hier einfach 13.300 Euro mit einem Buch verdienen. Oder diese beiden, 6.400 mit einer Methode, 13.000 jeden Monat und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt über die letzten Jahre sehr, 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 sehr viele Videos auf diesem Kanal zum Thema abgedreht. Wir können ja einfach mal den Begriff einfach nur Low Content eingeben. Dann werdet ihr sehen, dass es bestimmt jetzt schon, ich würde sagen, 100 Videos sind vielleicht, die ich zu dem Thema abgedreht habe. Und in jedem einzelnen Video weise ich natürlich immer auf Publisher Rocket
Rocket hin. Da seht ihr immer den Affiliate-Link hier unten. Und natürlich kriegen diese Videos mit der Zeit immer mehr Klicks. Und viele von euch werden sicherlich sagen, naja, es ist doch für dich ganz einfach, solche Affiliate-Einnahmen hier zu generieren, weil du so viel Reichweite hast. Vielleicht, oder stimmt sicherlich, bloß die Reichweite kommt ja nicht von irgendwo her. Ihr könnt jederzeit auch genau das machen, was ich tue. Und zum Beispiel in meinem Fall, ich habe jetzt für ungefähr 3 Jahre hier auf YouTube geuploadet. Jeden einzelnen Tag publiziere ich seit 3 Jahren Videos. Früher waren es sogar mehrere Videos pro Tag. Bloß mit den Amazon KDP Low Content Videos habe ich jetzt ungefähr begonnen, vor sagen wir mal so 1,5 Jahren schätzungsweise. Das heißt, ich konnte mir über 1,5 Jahre eine weitere Einnahmequelle aufbauen von in diesem Fall hier zum Beispiel 25.000 Euro Umsatz pro Jahr, 11.000 Euro in Net Commissions. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Dementsprechend, was ich euch empfehlen würde, ist folgendes. Wenn ihr euch mit dem Thema Amazon KDP Low Content auskennt, dann publiziert auch einfach Videos genau zu diesem Thema hier auf YouTube. Ihr könnt mit null Reichweite starten, macht gute Videos und anschließend dann wird YouTube für diese Videos Werbung machen, beziehungsweise wird diese Videos promoten, beziehungsweise Leute werden sie finden und wenn sie dann auf die Videos draufklicken, sich die Videos anschauen und ihr habt da drin ganz, ganz klar einen Call to Action, dann könnt ihr natürlich damit Sales generieren. Zum Beispiel in meinem Falle sage ich halt auch immer, und das gilt übrigens auch für dieses Video, falls ihr euch Publisher Rocket holen möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Und ich erkläre natürlich auch den Leuten in diesen Videos hier, wofür sie Publisher Rocket brauchen und dann sagen die Leute, okay, das verstehe ich, das bietet mir Mehrwert. Dementsprechend gehe ich einfach mal auf diesen Link drauf, kaufe das über den Link und dann kriege ich natürlich eine Provision dafür. Ich weiß, es ist ein bisschen eigenartig, dass ich das jetzt einfach mal so sage, aber es ist halt praktisch einfach nur so, ihr müsst gute Videos zu dem Thema machen. Davon würde ich halt relativ viele versuchen zu publizieren, langfristig das Ganze anzulegen. Und wenn ihr dann zum Beispiel alle paar Tage ein neues Video zu diesem Thema rausbringt, dann könnt ihr euch auch innerhalb von einem Jahr sicherlich eine Einnahmequelle aufbauen von ein paar Tausend, vielleicht sogar ein paar 10.000 Euro nur mit Publisher Rocket. Und natürlich, wenn ihr zum Beispiel eine ganz spezielle Zielgruppe habt, das heißt eine Zielgruppe, die sich wirklich nur für dieses Thema Low Content interessiert, dann kann es natürlich gut sein, dass ihr deutlich mehr Sales generiert als ich, weil zum Beispiel in meinem Falle, ich publiziere vielleicht ein Video pro Woche rund ums Thema Amazon KDP Low Content. Wenn ihr jeden einzelnen Tag vielleicht ein Video zu diesem Thema publiziert und immer sagt, geht in die Videobeschreibung rein, holt euch Publisher Rocket, dann könnt ihr natürlich extrem viel Geld verdienen. Die Frage, die ich immer wieder bekomme, ist, wie entscheide ich mich denn eigentlich für ein Affiliate-Programm? Und was für mich natürlich zuallererst mal zählt, ist der Mehrwert, dass das Tool für meine Kunden bietet. Und ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen 0815 an, aber ich kann einfach nichts vorschlagen, was meinen Kunden nicht hilft. Weil zum einen zerstöre ich mit meiner Personal Brand, wenn ich auf einmal irgendeinen Unsinn vorschlage, der gar nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite macht es natürlich auch keinen Sinn, weil die Leute einfach das Tool zurückgeben. Zum Beispiel bei Publisher Rocket haben halt die Leute eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Dementsprechend, wenn ich es ihnen vorschlage und das Tool ist schlecht, dann geben sie es natürlich sofort wieder zurück und ich kriege nicht einen einzigen Cent. Und das macht natürlich keinen Sinn. Dementsprechend sucht euch richtig hochqualitative Produkte, die euren Kunden auch wirklich helfen, das heißt, die Mehrwert liefern. Und auf der anderen Seite würde ich gucken, dass natürlich die absolute Provision hoch ist. Nämlich der Prozentsatz ist völlig irrelevant. 10%, 20%, völlig egal. Wenn aber die Provision an sich hoch ist, zum Beispiel sagen wir mal 50 Euro für jeden einzelnen Sale oder sowas, das ist dann wirklich ganz nett. Und zum Beispiel in diesem Falle eine 50% Provision, was absolut bedeutet 48,50 für jeden einzelnen Sale, das ist absolut Hammer. Genau solche Programme möchte ich haben. Dann auf der anderen Seite, ich interessiere mich relativ wenig für Stornoquoten. Ich sage zwar immer, dass an sich Stornoquoten mal ganz interessant ist, man soll sich das Ganze mal anschauen, weil man dann so einen Überblick über das bekommt, wie viele Leute höchstwahrscheinlich vom zurückgeben werden. Aber an sich kommt es ja doch immer darauf an, wie ihr das Tool verkauft. In meinem Falle ist es ja so, dass ich den Leuten wirklich direkt sagen kann, hey, hier kannst du eine Nische mit analysieren, so setzt du das Buch um, zack, machst du mit Geld. Das heißt, die Leute sind sehr viel wahrscheinlicher, das Produkt nicht zurückzugeben. Wenn aber zum Beispiel ich das Tool einfach nur so vorstellen würde und die Leute wüssten gar nicht, für was sie es einsetzen und sagen dann irgendwann nach ein paar Tagen, ja gut, für was brauche ich das eigentlich, dann geben sie natürlich auch das Tool wieder zurück. Das heißt, ein Affiliate-Produkt muss auch immer im Kontext zu etwas stehen. Es sollte immer vor allen Dingen auch so promotet werden, dass es der Person möglichst viel Mehrwert gibt. Das heißt, ich würde, wenn ich ihr werdet, einfach Folgendes machen. Ich würde einen YouTube-Kanal starten, würde ein einfaches Konzept entwickeln. Zum Beispiel, ihr kennt meine KDP-Low-Content-Videos. Ihr könnt auch gerne das Konzept kopieren und daraus eure eigenen, oder könnt das Konzept übernehmen und daraus eigene Videos machen. Und können dann, wie gesagt, über diese Videos diese Affiliate-Einnahmen generieren und dann müsst ihr bloß regelmäßig posten und mit der Zeit werden sich einfach diese Affiliate-Einnahmen aufbauen, weil Leute euren Content schauen werden und dann natürlich in die Videobeschreibung gehen werden und über die Links die Tools kaufen werden. Dann vielleicht noch Folgendes, in meinem Fall promote ich natürlich auch meine Kurse über meine eigene Plattform, nämlich MyTeaching oder promote die Affiliate-Produkte in meinen Kursen über meine eigene Plattform, also myteachinghero.com und dort habe ich natürlich alle möglichen Kurse, zum Beispiel zum Thema Amazon KDP Low Content oder Amazon Kindle und wenn die Leute diese Kurse
Kurse schauen, dann kann ich natürlich jedes Mal in den Videos sagen, hey, wenn du dir Publisher Rocket holen möchtest, dann geh mal in die Videobeschreibung rein, beziehungsweise in, sag jetzt mal, den unteren Bereich von den Lektionen und klick auf den Link und hol dir die Tools. Und das ist natürlich für mich sehr, sehr einfach und dementsprechend kann ich darüber auch nochmal Sales generieren. Viele von euch werden sicherlich sagen, ja gut, du hast einen Kurs dazu, ist ja dann ganz klar, dass du damit viel Geld generieren wirst, aber ich kann auch euch Folgendes empfehlen, nämlich unterrichtet einfach einen kostenlosen Kurs. Das heißt, erstellt einen Kurs komplett kostenfrei und anschließend dann würde ich halt die Leute über zum Beispiel YouTube in diesen Kurs reinholen, damit sammelt ihr E-Mail-Adressen und dann würde ich halt probieren, über die E-Mail-Adressen einen E-Mail-Newsletter rauszuschicken und immer wieder zu sagen, hey, du bist doch in meinem Kurs drin zum Thema Amazon KDP Low Content, hier ist mein Tool, Publisher Rocket, klick doch mal drauf und hol dir das, weil das ist super. Das heißt, da würde ich auch dann wirklich probieren, über andere Wege zu gehen und nicht nur zum Beispiel YouTube zu verwenden. Das heißt, YouTube ruhig als Sprungbrett nutzen, dann kostenlos Produkt promoten, haufenweise Leute reinholen und dann würde ich halt gucken, dass ich über den E-Mail-Newsletter genau das promote, was ich halt schlussendlich nutzen möchte, um Geld zu verdienen, also in diesem Falle zum Beispiel Publisher Rocket. Ansonsten nutzt jegliche anderen Reichweiten. Zum Beispiel in meinem Fall, ich nutze halt auch Instagram, um das Ganze zu promoten. Das heißt, wenn mir eine Person zum Beispiel eine persönliche Nachricht schreibt, rund ums Thema Low Content, dann schlage ich natürlich auch immer das Tool Publisher Rocket vor. Was ich auch immer probiere zu tun, ist in der Kommentarsektion von meinen Videos, wenn Leute Fragen zu dem Tool haben, immer wieder meinen Link reinzuposten, weil viele Leute haben es noch nicht gekauft und dann klicken sie drauf, dann wird der Cookie aktiviert und dann, wenn die Leute auch irgendwann erst nach ein paar Tagen kaufen, kriege ich dennoch den Sale zugeschrieben, was natürlich sehr schön ist. Und wenn ich zum Beispiel auf Facebook unterwegs bin, dann promote ich das Ganze auch öfter mal. Das heißt, ich poste dann einfach in meinen Facebook-Gruppen bzw. in meinem Facebook-Profil und versuche damit dann Reichweite zu generieren. Genau, und das sind eigentlich die ganzen Methoden, die ich nutze, um diese Affiliate-Einnahmen hier zu generieren. Viel mehr ist es nicht. Falls ihr mehr über dieses Thema wissen möchtet, dann schaut gerne mal auf meiner Webseite, nämlich myteachinghero.com vorbei oder geht einfach in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich nämlich ein Link zu dieser Plattform und übrigens auch ein Link zu Publisher Rocket, falls ihr euch das Tool holen möchtet. Kostet nur einmalig $97 und damit könnt ihr halt alle Amazon KDP Low-Content-Nischen analysieren und falls euch, wie gesagt, diese ganzen Themen interessieren, wie zum Beispiel Kurse rund ums Thema Amazon KDP Low-Content oder T-Shirt-Business, ein über 17 Stunden langer Kurs übrigens, Amazon Kindle, Geld verdienen im Internet oder zum Beispiel, wie ich mein Online-Kurs-Business aufgebaut habe, mit dem ich jetzt über 2 Millionen Euro bereits verdient habe, Kundenakquise im Internet, Shopify Dropshipping, Google Ads für Anfänger, Ghostwriting-Agentur aufbauen, Social-Media-Agentur aufbauen und so weiter und so fort, dann geht gerne mal auf myteachingeurope.com oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung drin. Gut, das war's noch heute hier für dieses Video. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.